Hallo und willkommen zu einem Live-Reaktionsvideo. Jetzt habe ich gerade die Bouquetism-Videoreihe fertig und wollte jetzt dieses Prospekt, diese Broschüre mir vornehmen. Da habe ich gesehen, das sind 90 Seiten. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal ein bisschen anders. Ich werde also nicht das jetzt Satz für Satz durchgeben und jeden einzelnen Aspekt jetzt durchkauen, sondern ich mache das live. Das ist also etwas Neues für mich, das habe ich auch noch nicht gemacht. Mal gucken, wie es wird, mal sehen, wie das Ganze rauskommt und dann, ja, gucken wir mal. Also es geht um ein Prospekt, in dem der Islam verkauft werden soll. Das heißt also, es ist gedacht für Leute, die den Islam nicht kennen, die nicht wissen, was das ist und deswegen also so eine kleine Anleitung brauchen, um zu sehen, was ist eigentlich Islam und was kann man damit anfangen und worum geht es da eigentlich. Und da hat man jetzt so eine, ja, ein Prospekt, eine Broschüre, ein Büchelchen, wie immer man das jetzt nennen will. Man kann es auch als Aufsatz bezeichnen, keine Ahnung, was das jetzt eigentlich ist. Ein Engländer oder ein englisch sprechender Mensch, ein Herr Ibrahim hat das verfasst, mit dem Namen A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam. Das heißt also, das ist ein kurzer, illustrierter Leitfaden oder Wegweiser zum Verständnis des Islam. Also das Verständnis, was Islam ist, die Bedeutung, Inhalt, Anwendung und vielleicht auch noch das Ergebnis. So würde ich mir das zumindest vorstellen. Das heißt also, wir gehen jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch und gehen einfach mal die einzelnen Punkte durch, die ich da so sehe. Das heißt also, es geht hier auf der Seite los im Namen Allahs, des Allerbarmherzigen. Das heißt also, es ist nicht der Gott selber, der hier was sagt, sondern es wird nur im Namen dieses Gottes gesagt. Ob der damit einverstanden ist oder nicht, das wissen wir nicht. Und der Gott scheint auch irgendwie nicht Deutsch zu können, sonst bräuchten wir das alles nicht. Er ist also nicht der Allerbarmer oder der Barmherzige, weil dann würde er das ja in der jeweiligen Sprache den Leuten darstellen, was er eigentlich will und worum es geht. Das passiert aber nicht. Das heißt also, das müssen jetzt Menschen machen und in diesem Fall ein Herr Ibrahim. Und ich habe mal geguckt, also hier sind die Bücher von Herrn Ibrahim und ich sehe da nur ein einziges, nämlich dieses kurze Guide oder Wegweiser oder was das jetzt ist. Wenn ich mir das angucke, okay, das ist jetzt eine Übersetzung des englischsprachigen Buches. Und hier werden dann ganz viele Namen aufgeführt und das ist übersetzt von einer Gruppe von Übersetzern. Aber die Redakteure, da verstehe ich jetzt nicht ganz, was das ist. Wenn ich mir jetzt mal die Leute angucke, so ein bisschen, dieser Dr. William Davut Peachy, das ist ein türkischer Englischlehrer. Ich weiß nicht, was hier ein Redakteur ist. Naja, okay, vielleicht hat er geholfen, die englische Formulierung da irgendwie rauszufinden oder irgendwie sowas. Aber was der hier macht, weiß ich nicht so richtig. Jetzt weiß ich nicht, ob der Michael Thomas, der hier erwähnt wird, der Abdul Hakim, ist der dann nach Somalia gegangen ist, um dann mit einer Terrorgruppe dort zusammenzuarbeiten. Keine Ahnung. Das heißt also, die Leute, die finde ich teilweise überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wer dieser Emanuel Serrabozo oder was immer ist. Und die Leute, die ich finde, die haben eigentlich relativ wenig Sachverstand. Und hier so ein Professor Harald Stewart Kouofi, das ist ein Arzt aus Ghana. Was kann der denn dazu beitragen? Das verstehe ich nicht. Und vor allen Dingen, wenn ich mir diese Cape Coast Technical University angucke, dann kriege ich sofort ein Pop-up-Fenster, was mir anbietet, man kann da ganz günstig irgendwelche Abschlüsse kaufen. Also so ganz koscher ist das alles nicht in meinen Augen. Was mir besonders dann aufgefallen ist, dass diese Gruppe von Übersetzern irgendwie nicht weiß, dass man Professor nicht Professor schreibt, sondern Professor. Das heißt also mit zwei S. Und hier machen sie es konsistent falsch. Also ich kenne da nur, weiß nicht, Spanisch oder Türkisch, wo es ein Professor ist. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, dass sie das dann mit nur einem S schreiben.
Okay, auf der nächsten Seite kommt dann halt ein Copyright und Reproduktion. Das heißt also, es ist ausdrücklich gestattet, dieses Ding zu zeigen und darüber zu reden. Da bin ich ja richtig heilfroh drüber. Wenn wir uns den Inhalt angucken, das Ganze besteht aus 3 Kapiteln. Also erst einmal ein Vorwort, dann 3 Kapitel. Und da gucke ich mir jetzt mal das Vorwort an. Weil in dem Vorwort wird jetzt erklärt, worüber diese Broschüre jetzt eigentlich ist. Und da geht es dann darum, also nochmal, es geht darum, den Koran zu verstehen. Es geht darum, den Islam zu verstehen. Es geht darum, generell zu verstehen, was eigentlich im Islam alles drin ist. Und deswegen verstehe ich das Ganze irgendwie nicht, weil es soll doch eine Anleitung gehen. Es geht doch um Verständnis, wenn jemand den Islam nicht kennt. Und dann kommt da einige Beweise. Also Beweise sind erstmal mathematisch, also Belege für die Wahrhaftigkeit des Islam. Wow. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Weil ein Objekt kann nicht wahr sein. Also hier das Fahrrad, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahrhaftig oder die Wahrheit oder sonst irgendwas. Ich kann eine Aussage über das Fahrrad machen. Ich kann sagen, das Fahrrad ist blau. Ja, dann wäre es falsch. Aber wenn ich sage, das Fahrrad ist rot, dann ist das wahrhaftig so. Dann ist das die Wahrheit. In dem Augenblick, wo ich die Aussage mit der Realität vergleiche und die übereinstimmen, dann ist das wahr. Aber ich kann nicht sagen, das Fahrrad ist wahr. Das geht nicht. Ich kann immer nur eine Aussage nehmen oder eine Behauptung oder irgendetwas, was dann wahr ist in diesem Buch oder in dieser Ideologie. Nee, und dann kommt hier die Frage, ist der Koran wirklich das unverfälschte Wort Gottes? Und ist es von ihm offenbar? Das heißt also, ich weiß nichts über den Islam und soll jetzt was mit dem Begriff Koran oder Quran was anfangen. Und dann unverfälscht, das kann ich ja noch gar nicht wissen. Und Gott, welcher Gott, wovon reden wir denn? Was ist denn ein Gott und welcher von den vielen Göttern ist es denn jetzt? Und ist es von ihm offenbart? Es ist was? Das Wort Gottes oder das Koran oder Islam? Und dann ist Mohammed, wer ist denn jetzt Mohammed? Wirklich ein von Gott, von welchem Gott? Gesandter Prophet. Jetzt muss ich wissen, was ein Prophet ist und dass Mohammed ein Prophet ist und dass der von irgendeinem Gott geschickt wurde. Aber das weiß ich doch noch gar nicht. Das kann ich doch nicht als Annahme schon mal reinschreiben, um dann zu sagen, es ist wahrhaftig, nämlich der Islam. Weil nämlich Mohammed dann ein von Gott, das geht doch nicht, Kinders. Und dann kommt, ist der Islam wirklich eine Religion von Gott? Ich muss doch erstmal erklären, was überhaupt Islam ist, bevor ich irgendwas darüber sage. Ist es von Gott oder was immer? Und dann kommen 6 Arten von Beweisen. Gut, Beweise geht es gar nicht, sondern also es gibt 6 Arten von Belegen. Wofür denn, bitteschön? Wofür denn? Es wird doch gar nichts erklärt. Was soll denn hier belegt werden? Dass der Koran, das unverfälschte Wort eines Gottes ist und irgendwie von, oder, das war, wie kann ich denn dafür Belege haben? Und vor allen Dingen, es geht jetzt los, die wissenschaftlichen Wunder im heiligen Koran. Also wissenschaftliche Wunder geht nicht. Also ein, meine Güte, also ich verstehe nicht, was hier eigentlich los ist. Es geht doch um eine Anleitung, wenn jemand den Islam nicht versteht. Ich kann doch jetzt nicht sagen, der Koran hier ist unverfälscht, beschützt, behütet, unveränderbar und so weiter, wenn ich noch gar nicht weiß, was im Koran dann drin steht. Es kommen Wunder, okay? Wunder sind die Aufhebung der Naturgesetze. Aber das ist doch genau das Gegenteil von Wissenschaft. Wissenschaft kümmert sich doch genau um diese Naturgesetze. Wissenschaften analysieren und beschreiben Naturgesetze. Was passiert? Das sind Phänomene, die in der Natur passieren. Es gibt also keine wissenschaftlichen Wunder. Das ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich. Und jetzt kommt hier plötzlich der Koran, der auch noch nicht der Koran ist, sondern heilig. Was heißt denn heilig? Ihr müsst doch mal Begriffe erklären, wenn ihr die hier einführt. Einfach nur plötzlich heilig zu schreiben, ohne zu erklären, was denn heilig eigentlich heißt, das geht doch nicht. Dann der zweite Punkt, die große Herausforderung. Ein Kapitel
wie die Kapitel des Heiligen Koran zu verfassen. Okay, was soll denn daran jetzt ein Beleg sein? Wie kann ich denn eine Herausforderung formulieren oder stellen und sagen, diese Herausforderung ist jetzt der Beleg? Das gibt's doch gar nicht. Außerdem, der Koran ist ein Buch, okay? Verfasst von Menschen, die Buchstaben, Wörter, Sätze benutzen, die von Menschen erfunden worden sind. Da ist also kein einziger Buchstabe drin, der nicht von Menschen erfunden ist. Das heißt also, ich kann natürlich ein Kapitel wie ein Kapitel des Korans verfassen oder zur Verfügung stellen. Natürlich kann ich das. Ich schreibe irgendeinen Satz auf und das ist dann wie der Koran. Das ist einfach nur ein Satz. Okay? Wo ist denn da der Unterschied? Du kannst doch nicht sagen, ich benutze Buchstaben, Wörter und Satzformen oder Grammatik wie im Koran. Und dann heißt es, nee, aber das ist jetzt nicht wie der Koran. Also ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich weiß nicht, wer das dann hinterher vergleicht. Ich weiß nicht, was die Anforderungen an dieses Kapitel eigentlich sind, weil hier steht ja davon nichts. Es steht nicht, welche Sprache, welcher Inhalt, welche Form, da steht überhaupt nichts. Ich kann ja irgendeinen Koran nehme dann eine andere Version des Korans, leg die daneben, dann sind die zwar unterschiedlich, aber auch gleich. Also ist das wie der Koran. Oder ich kann zum Beispiel einen Koran nehmen, oder was jetzt in Saudi-Arabien vorgeschlagen wurde, die wollen 2.500 Fehler korrigieren. Dann nehme ich diese beiden Korane, die sind dann so wie der Koran, nur anders. Verstehe ich nicht. Okay, das heißt also, das ist erstens mal kein Beleg und zweitens keine Herausforderung und schon gar keine große Herausforderung. Und dann gibt es Punkt 3, biblische Ankündigung über das Erscheinen Mohammeds. Okay, wir reden von Belegen für den Islam oder sowas. Wieso ist denn dann etwas, was in der Bibel steht, also das Buch, das äquivalente Buch für Christen, wenn etwas in der Bibel steht, definiert das die Wahrhaftigkeit des Islam? Das heißt, wenn etwas anderes in der Bibel steht, dann stimmt der ganze Islam nicht mehr, oder wie ist das gemeint? Also hier ist einiges im Argen. Dann kommt als Viertes die Verse des Koran, die auf zukünftige Ereignisse hinweisen, die später eingetreten sind. Ich sag mal, Kinder, das gibt's doch gar nicht. Das könnt ihr doch nicht im Ernst meinen. Ich kann doch nicht sagen, am 17. Juni 2020, ne? Am 17. Juni 2020 hat es in London geregnet. Und das ist jetzt ein Satz, der auf zukünftige Ereignisse hinweist, die eingetreten sind. Das heißt, ich kann doch keine zukünftigen Ereignisse, die in 2030 dann irgendwie sich zutragen werden, und dann sagen, die später eingetreten sind. Also wir sind nicht in 2030, sondern wir sind in der Vergangenheit, in 2020. Das heißt, das ist doch kein zukünftiges Ereignis, wenn es schon eingetreten ist. Hey, sag mal, seid ihr noch ganz da? Dann fünftens, Wunder des Propheten Mohammed. Okay, wie ich gesagt, Wunder sind einfach nur Aufhebung von Naturgesetzen. Okay, und welches Naturgesetz wird denn hier gebrochen? Also erstes Mal müssen wir jetzt gucken, Prophet, was ist das? Zweitens, Mohammed. Haben wir da irgendwelche Belege dafür? Gibt es irgendeinen guten Grund zu glauben, dass Mohammed so existiert hat, wie in der Sunna beschrieben? Nein. Es gibt aber ganz tolle Gründe, riesengroße Gründe, davon auszugehen, dass Mohammed so nicht existiert hat. Das heißt also, der jetzt zu sagen, ja, der Beleg für etwas ist jetzt, dass Mohammed irgendwelche Naturgesetze aufgehoben hat, geht nicht richtig. Und dann das bescheidene Leben von Mohammed als sechster Punkt. Genau dasselbe wieder. Wir wissen nicht, ob Mohammed existiert hat. Und vor allen Dingen, wenn wir die Sunna nehmen, dann haben wir einen Mohammed, der als Pirat gelebt hat, der Karawanen geplündert hat, der kleine Siedlungen überfallen hat und ausgeraubt hat und davon immer ein Fünftel für sich behalten hat, ein Fünftel für seinen Gott, ein Fünftel für seine Familie. Das heißt also, der war so ziemlich der reichste Mensch auf der ganzen arabischen Halbinsel.
Der hatte ganze Palmenplantagen. Und vor allen Dingen, man muss sich mal vorstellen, der hatte zwischen 9 und 24 Frauen. So ganz genau wissen wir das nicht. Aber auch wenn wir bei 9 bleiben, sagen wir mal die geringste Sache, 9 Frauen, 9 Ehefrauen. Wenn der 9 Ehefrauen hatte, die alle eigene Häuser hatten, die alle Bedienstete hatten, die alle Sklaven hatten, die alle ernährt wurden, die alle ein Auskommen hatten, das kann man nicht machen, indem man kein Geld hat, indem man null zu essen hat. Bloß weil bei ihm im Haus der Schornstein kalt blieb oder was immer, dann kann er doch mal bei einer von seinen Frauen gegessen haben, oder? Okay, verstehen tue ich es nicht. So, das heißt also, hier steht jetzt, aus diesen 6 Beweisen ziehen wir den Schluss, dass erstens der Koran das tatsächliche Wort Gottes sein muss. Von ihm offenbart wurde, das verstehe ich nicht. Und dann Mohammed wahrhaftig ein von Gott gesandter Prophet ist, das sind nur so ein paar Behauptungen. Und der Islam wirklich eine von Gottes Religionen darstellt. Okay, wenn ein Gott mehrere Religionen dargestellt hat, dann weiß ich nicht, warum nennt man das dann einen Gott? Das ist auch nicht so ganz verständlich. Was will denn ein Gott mit so vielen Religionen? Mit so vielen Propheten, mit so vielen allen möglichen? Das verstehe ich nicht. Irgendwie erschließt sich mir nicht, was das Ganze hier soll. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten Teil in diesem Vorwort, nämlich das zweite Kapitel heißt dann Vorteile des Islam. Also ich habe mal Muslime, generell Muslime gefragt, was kann der Islam mir bieten, um mein Leben heute zu verbessern? Und da haben alle gesagt, nichts. Alle haben genau das gesagt, was hier steht. Nämlich, es sind Versprechen auf die Hoffnung auf ein, weiß ich nicht, irgendwas, wenn ich tot bin. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Die nennen das Leben nach dem Tod. Aber wenn ich tot bin, habe ich kein Leben. Also muss es was anderes sein. Okay? Das heißt also, es gibt nichts, was der Islam mir heute bringen kann. Das ist alles nur Tor zum ewigen Paradies. Okay. Will ich das? Weiß ich nicht. Aber das ist auch nur ein Versprechen, eine Hoffnung auf ein Tor zum ewigen Paradies, weil es weiß ja keiner, ob er dahin kommt. Dann die Bewahrung vor dem Höllenfeuer. Höllenfeuer, was soll das denn sein? Wieso sollte denn ein barmherziger Gott ein Höllenfeuer haben? Vor allen Dingen, wenn er auch noch allwissend ist und auch noch allmächtig, dann könnte das ja verhindern, wüsste wie und wäre, weil er ja allbarmherzig ist, genötigt, das zu tun. Also brauchen wir kein Höllenfeuer. Dann die wahre Freude und innerer Friede. Okay, was ist das denn? Das ist so esoterischer Singsang. So. Okay, ich habe bereits wahre Freude und inneren Frieden. Brauche also kein Islam, also kein Vorteil. Und dann Vergebung aller vorherigen Sünden. Okay, jetzt muss man sich mal vorstellen, wie unmoralisch das ist. Das heißt also, wenn ich etwas falsch gemacht habe, und ich gehe zum Islam, dann wird mir alles verziehen und ich kann so tun, als ob ich nie was falsch gemacht hätte. Das heißt also, egal ob ich jetzt ein Jack the Ripper oder ein weiß ich nicht bin, ich sag nur, ja, also es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet, dann sind alle meine Sünden weg. Und ich kann in den Himmel. Da ist es egal, ob ich Stalin heiße oder Hitler oder Mao oder Kim oder wie immer. Die können in den Himmel, wenn sie sagen, okay, ich bin jetzt Moslem. Aber ein normaler Mensch, ein Zahnarzt, der sein ganzes Leben Menschen geholfen hat, der kommt in die Hölle, weil er nicht das glaubt, was ein Moslem glaubt und was im Koran steht. Dass er ja noch nicht mal verstehen kann, weil er ja nicht mit der Sprache hergestellt wurde, in der das Buch geschrieben wurde. Und weil der Gott eben nur Altarabisch kann, aber nicht in der Lage ist, Menschen herzustellen, die Altarabisch sprechen oder automatisch verstehen oder lesen können, deswegen müssen die dann in die Hölle. Das macht doch keinen Sinn. Und dann im dritten Kapitel, nachdem wir diesen ganzen Blödsinn hinter uns haben, da kommt dann allgemeine Informationen über den Islam, was ich eigentlich am Anfang erwartet hätte. Und da steht dann einige Informationen über den Islam. Welche Informationen? Das ist doch das Allerwichtigste. Dieses ganze Prospekt, das Büchelchen, ist doch nur dazu da, um Informationen über den Islam zu liefern, einem Menschen, der den Islam nicht kennt.
Und da jetzt nur ein paar Informationen reinzutun, klärt einige Missverständnisse auf und beantwortet ein paar Fragen, die häufig gestellt werden. Was sagt der Islam über Terrorismus? Ja, Terrorismus schlägt Terror in die Herzen und so weiter. Wie ist die Stellung der Frau im Islam? Frauenfeindlich, extrem. Das heißt also, was lerne ich denn über den Islam, wenn es nur über Terrorismus und die Frau geht? Ich habe darüber keine Informationen über den Islam. Und jetzt glauben hier die Jungs oder die Leute oder wer immer, dass die mit einigen Fragen, so ein FAQ, den ganzen Islam erklären? Ey, Kinders, ihr seid doch nicht ganz normal, ehrlich. Ihr habt doch irgendwie einen Schuss weg. Okay, gut. Das war jetzt die Seite 5 und die Seite 6 ist leer. Das heißt, ich mache hier mal einen Break und mache dann mit dem nächsten Video weiter, wo ich dann auf den Inhalt eingehe, der dann heißt im ersten Kapitel die wissenschaftlichen Wunder im Heiligen Koran. Okay, viel Spaß noch, schönes Wochenende oder was immer ihr vor euch habt und ciao for now.